Glatze, Sonnenbrille und Rauschebart. Hätten Sie ihn erkannt? Es ist Schauspieler Hubertus Rigou. In der Telenovela Verliebt in Berlin sah er noch so aus. Genauso wie zu der Zeit, als er in Verbotene Liebe vor der Kamera stand. Die optische Veränderung hat auch seinen Grund. Hubertus lebt seit geraumer Zeit in Los Angeles. Ich wohne in einer sehr schönen Wohnung in den Hollywood Hills, direkt unter dem Runyon Canyon, und gehe jeden Morgen mit meinen beiden kleinen Hunden, mit denen ich zusammenlebe, hiken. Wer weiß, vielleicht wird Hubertus schon bald in Hollywood durchstarten. Wir bereiten gerade eine neue Fernsehserie vor, und wie man halt das immer so schön sagt oder so schön hört, ich habe Auditions und Castings und treffe viele Leute und bereite meine Fernsehserie vor. Vor dem Erfolg steht aber viel Arbeit. Es gibt sehr wenig Privatleben da. Das ist wirklich, it's all about the work. Es geht jeden Tag mit frühmorgens hiken mit den Hunden und dann Gym zum Workout und dann ab mittags, nachmittags sind Meetings und Auditions, und ich treffe mich mit meinem Co-Autor und mit meinem Agenten. Es ist extrem viel Arbeit und macht großen Spaß natürlich, weil alles sehr, sehr fokussiert ist. Na dann, toi 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 für Hollywood, Hubertus Rigou.